und herzlich willkommen zu Pound Attack. Heute geht es in diesem Video um 5 alltägliche Gifte, die du vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich sogar in deinen Körper aufnimmst, ohne dir dessen bewusst zu sein. Bevor wir zu den 5 Giften kommen, möchte ich dich aber bitten, meinen Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und ich habe noch einen 90-Rezepte-Plan für dich hier unter dem Video. 30 Tage abnehmen mit Low Carb oder alternativ mit vegan. Das Ganze ist kostenlos und du kannst den Plan hier unter dem Video einfach anfordern. Und jetzt kommen wir zu den 5 alltäglichen Giften. Gift Nummer 1, das du sehr wahrscheinlich schon zu dir genommen hast oder es vielleicht immer noch tust, ist das sogenannte BPA. BPA ist eine Abkürzung, steht für Bisphenol A und das ist ein Weichmacher, der vor allem in Plastik vorkommt. Vor allem natürlich auch in Plastikflaschen. Das heißt, wenn du Getränke aus Plastikflaschen zu dir nimmst und das Plastik nicht BPA-frei ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du BPA in deinen Körper aufnimmst. Warum ist das ein Problem? Abgesehen davon, dass du keine Plastikflaschen verwenden solltest, weil es einfach Gift für die Umwelt ist. Aber es ist auch zusätzlich ein Problem, weil BPA eine ganz ähnliche Struktur hat wie das Hormon Östrogen. Das heißt, es beeinflusst einfach in deinem Körper den Wachstum, kann also wirklich ein Problem sein, wenn du versuchst abzunehmen. Und es hat noch viele weitere sehr negative Effekte. Unter anderem kann es zum Beispiel auch deine Fruchtbarkeit ganz stark beeinflussen. BPA ist schlicht und einfach ein Gift, das hat in deinem Körper nichts verloren und du solltest unbedingt versuchen, es zu vermeiden. Ein guter Ansatzpunkt ist einfach, deine Getränke grundsätzlich aus Glas- oder Metallflaschen anstelle von Plastik zu trinken. Gift Nummer 2, das du ziemlich wahrscheinlich zu dir nimmst oder schon zu dir genommen hast, sind die sogenannten Transfette. Es hält sich ja immer noch hartnäckig das Gerücht, dass Fett gleich Fett macht. Das ist natürlich Quatsch, denn es gibt riesige Unterschiede zwischen den einzelnen Fettquellen. Also Fett, das ganz natürlich in natürlichen Lebensmitteln vorkommt, wie zum Beispiel in einer Avocado, ist absolut gesund und hilft deinem Körper nicht nur dabei, eigenes Körperfett abzubauen, überflüssige Kilos loszuwerden, sondern eben auch bestimmte Vitamine überhaupt in deinem Körper aufnehmen zu können. Ganz anders sieht es aus bei den Transfetten. Das sind nämlich keine natürlichen Fette. Du wirst Transfette niemals in natürlichen Lebensmitteln finden, denn sie entstehen nur bei bestimmten Verarbeitungsprozessen. Das heißt, Transfette findest du vor allem in Fastfood, in Süßigkeiten, in Dingen wie Chips und anderen Knappereien. Wenn du darauf komplett verzichtest, ist es natürlich am allerbesten. Ansonsten solltest du wirklich immer schauen, immer das Etikett lesen, immer schauen, was in deinen Lebensmitteln drin ist. Du tust aber auf jeden Fall was Gutes dran, wenn deine Lebensmittel möglichst natürlich und unverarbeitet sind, dann kannst du das Risiko und die Gefahr der giftigen und man weiß heute sogar auch krebserregenden, krebsfördernden Transfette einfach eliminieren. Ich fliege hier fast weg. Ich hoffe, du kannst mich trotzdem verstehen. Es ist wirklich windig heute. Aber nichtsdestotrotz habe ich noch ein drittes Gift für dich, nämlich sogenannte Schwermetalle. Leider gibt es immer mehr Schwermetalle in unserem Essen. Eine der Hauptquellen ist leider Fisch. Ich persönlich esse weder Fleisch noch Fisch, deshalb habe ich dieses Problem schon mal nicht. Aber wenn du gerne Fisch isst, dann solltest du unbedingt schauen, wo der Fisch herkommt und vielleicht auch den Konsum an Raubfisch stark reduzieren. Denn Schwermetalle findest du vor allem in Raubfischen. Das liegt daran, dass Raubfische andere Fische fressen, die wiederum die Schwermetalle im Meer aufnehmen und der Raubfisch das Ganze dann in seinem Körper speichert. Wenn er dann bei dir auf dem Teller landet, landet sein Fleisch und die Schwermetalle anschließend eben auch in deinem Körper. Ganz stark schwermetallbelastet ist zum Beispiel Thunfisch. Also vielleicht das nächste Mal lieber einen vegetarischen Salat und auf den Thunfischsalat verzichten. Gift Nummer 4, das du unbedingt vermeiden solltest, sind direkt mehrere Gifte, denn es handelt sich um Fungizide, Pestizide, Herbizide, also alles, was sich leider mittlerweile massenhaft auf unserem Obst und Gemüse wiederfindet. Ich habe vor kurzem erst eine Reportage gesehen, da wurde nachgewiesen, dass auf einem herkömmlichen, also nicht ökologischen Bio-Apfel erst nach 20 Minuten Waschen in Natriumlauge keine Rückstände mehr nachgewiesen werden konnten. Und das ist natürlich Wahnsinn, denn wie oft reichst du den Apfel nur an deinem Pulli ab oder hältst ihn mal unters Wasser? Damit entfernst du nur einen kleinen Teil der Pestizide, Fungizide, Herbizide, die sich auf dem Apfel oder natürlich auch auf anderen Obst- und Gemüsesorten befinden.
Viele von diesen Sachen kann man noch nicht mal wegkochen. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass du schaust, wo dein Obst und Gemüse herkommt. Natürlich gibt es auch bei Bio immer wieder Gegenwind. Es wird immer wieder gesagt, ja, die sind ja aber auch nicht frei von allem. Das stimmt, aber das Risiko, viel von diesem Gift zu dir zu nehmen, ist doch deutlich geringer, als wenn du ein herkömmliches Obst oder Gemüse kaufst. Also hier wirklich immer unbedingt gucken, wo die Sachen herkommen, damit du diese Unmengen an giftigen Chemikalien, die leider sich darauf befinden, vermeiden kannst. Und Gift Nummer 5, der letzte Punkt für dieses Video, sind die sogenannten Zusatzstoffe und E-Nummern. Wenn du mal aufs Etikett von klassischen Lebensmitteln schaust, die du im Supermarkt findest, findest du meistens Unmengen an diesen E-Nummern. Und das sind nichts anderes eben als Zusatzstoffe, die du unbedingt vermeiden solltest. Man weiß mittlerweile durch Experimente auch leider an Ratten und Mäusen, dass diese Sachen oft krebsfördernd sind. Natürlich nicht in winzigen Mengen, aber das Problem ist, dass du das ja über die Jahre immer weiter summierst. Also mein Tipp an dich ist, versuch deine Lebensmittel so natürlich und unverarbeitet wie möglich zu dir zu nehmen, denn dann kannst du viele Sachen schon einfach von vornherein ausschließen. Versuch einfach Sachen zu essen, die keine E-Nummern haben, die keine Zusatzstoffe haben, und wenn du auf dem Etikett was liest, wovon du denkst, was ist das, ist es meistens eher ein schlechtes Zeichen. Deshalb darauf unbedingt achten, die Etiketts lesen und versuchen, verarbeitete Lebensmittel zu vermeiden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du es ein bisschen hilfreich fandest, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und ich freue mich schon auf das nächste Video mit dir. Bis dann. Ciao.